Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Wie viele Actionfilme haben wir eigentlich in unserem Leben schon gesehen, die eigentlich Stirb langsam nachmachen? Richtig, zu viele. Und da dachte sich Dylan Sprouse, ey, ich mache nochmal in einem mit. Diesmal spielt er auf einer Brücke und der Film heißt auch The Bridge. Und wie ich den fand, verrate ich euch natürlich nach dem Trailer. We're gonna be late for the movies. Not if you drive. Really? No big deal. It's just a little road work. Van One armed and ready. Rick on MC in position. Maddie, get down! Eric? Eric? Good evening, America. The Pentagon used the testimony of a traitor. She lied to save herself. She's credit soldiers that fought bravely by her side. They will release my comrades by 9 p.m. Or you'll be fishing bodies out of the river for weeks. They wired the whole bridge. All these people, they're gonna die if we don't do something. You really think you can stop them? I know we can. You gotta get me out of here. Help me get my little sister off of this bridge. You Marine, kid? Army Ranger. Once a grunt. Always a grunt. He knows what he's doing. But he's got somebody that he cares about. Find her! Nobody leaves till I say so. Clock is ticking. This is over when I say it's over. We're gonna have to improvise. Ever hear of Evel Knievel? New way. Oh, yes, yes, yes way. Eric! Easy there, Army Puke. In The Bridge geht es um Eric, gespielt von Dylan Sprouse. Der war ein ehemaliger Elitesoldat, leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, der ja Sachen miterlebt hat, die er eigentlich nie miterleben wollte. Und er ist jetzt quasi mit seiner Freundin auf einer Brücke. Dort gibt es einen Stau. Und nun wird diese Brücke quasi gekapert von, nun ja, sagen wir mal, bösen Leuten, die dann versuchen, diese Brücke, beziehungsweise nicht nur diese Brücke, eine Person in einem Transporter quasi zu extrahieren, zu töten, soweit ich mich jetzt noch erinnere. Denn das ist das große Problem an diesem Film. Man erinnert sich an diesen Film nicht mehr. Das, was man hier nämlich zu gesehen bekommt, ist nämlich nichts anderes als das, was wir in all den anderen Die Hard-ähnlichen Filmen nun mal auch schon gesehen haben. Nichts davon wirkt irgendwie neu oder interessant oder spannend. Das Einzige, was ich diesem Film anrechne, ist, dass Dylan Sprouse sein Nötigstes tut, um diesen Film aus so dieser Bruce Willis-Ära, die es ja gab, mit den ganz schlechten Bruce Willis-Filmen, wo der einfach nur mal so 5 Minuten im Hintergrund saß, irgendwie so rauszuhieven. Das gelingt ihm nicht immer. Er hat auch nicht die Gravitas, die es braucht, um quasi so einen Film zu stemmen. Er ist auch gar nicht der beste Schauspieler, aber er versucht zumindest sein Bestes, diesen Film auf ein neues Level zu heben. Und das funktioniert ja nur leider relativ bedingt. Als Antagonist haben wir Mason Goodman, der ist unter anderem ein Sohn von Cuba Gooding Jr., wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich habe es vorher nachrecherchiert, aber nicht, dass ich jetzt hier doch nochmal Bullshit laber. Der spielt den Antagonisten natürlich so, wie man so einen Antagonisten in so einem Film nun mal spielt, guckt die ganze Zeit böse, hat wahnwitzige Vorstellungen, was er da eigentlich abziehen möchte und nichts davon wird eigentlich wirklich funktionieren. Vor allem, wenn sie dann irgendein Auto haben mit einer riesengroßen Bombe und diese Brücke in die Luft zu sprengen, dann denkt man sich auch, okay, wo haben sie die denn jetzt her? War das jetzt die ganze Zeit deren Plan, diese Brücke in die Luft zu sprengen? Es ist irgendwie ganz komisch, weil man sich an viele Dinge aus diesem Film einfach überhaupt nicht mehr erinnert. Es wird in dem Film gesagt, er hat, dass unser Protagonist Eric viele Bomben entschärft hat. Erinnere ich mich schon fast gar nicht mehr dran, dass er das überhaupt versucht hat. Und
Ja, das ist wirklich so ein großes Problem, was ich mit diesem Film habe, dass der einfach so durchläuft. Man vergisst alles, was man gesehen hat, nachdem dieser Film beendet ist. Und das möchte ich eigentlich im Grunde ja gar nicht bei so einem Film haben. Ich möchte, dass die Action mich packt. Ich möchte, dass ich mich an Action-Set-Pieces dieses Films erinnere. Und das habe ich nicht, weil die stehen die ganze Zeit zwischen irgendwelchen Autos, hauen sich, erschießen sich und das war's. Und dann haben wir eine Endsequenz, in dem unser Bösewicht natürlich seine ganz große Motivation wieder rausbringen muss, wie in so ganz alten James-Bond-Filmen. Und dann ist die Nummer auch schon wieder durch, natürlich in einem Happy End, ohne jetzt... Naja, was soll man halt spoilern? Es ist halt ein Die-Hard-Klon ab 16 freigegeben mit Dylan Sprouse in der Hauptrolle, als wenn ihr davon ausgegangen seid, dass dieser Film nicht in einem Happy End endet. Aber wie dem auch sei, der Film hat überhaupt nicht diese Möglichkeit, über die gesamte Zeit Spannung aufzubauen oder dass dieses Gefühl aufzugreifen, dass dieser Film nicht in einem Happy End enden könnte. Und das ist alles, naja... schwierig. Ich finde den Film sehr, sehr mäßig, besser als manch andere da ehemaligen Bruce Willis, John Travolta Filme, die ja in den letzten Jahren so rauskamen. Morgan Freeman und Aaron Eckhart kann man da ja quasi auch mit in einen Topf mittlerweile schmeißen, genauso wie Frank Grillo. Und da ist dieser Film ein bisschen besser, aber halt auch nicht wirklich gut. Von mir bekommt The Bridge daher 4 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr The Bridge gesehen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich glaube, der hieß Extraction. Irgendwie hieß der im Original, ich habe keine Ahnung mehr. Ist wie der Film, den vergisst man einfach. Habt ihr den gesehen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.